So, guten Nachmittag, Markus. Ilse aus Erlangen, Schulleitung. Hallo, grüße euch. Hallo, Alto. Hallo, ich höre auch ganz prima. Bin ich zu hören, Alto? Also ich höre Sie, Susanne Drews. Danke. So, guten Nachmittag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Nachdem nun 2 Uhr ist, beginnen wir mit unserem Webinar. Ich begrüße euch sehr herzlich und ihr bekommt einen Blick in das Schulleitungszimmer der Staatlichen Schule für Kranke in München. Etwas schräg hinten im Eck seht ihr das Logo der Staatlichen Schule für Kranke in München. Neben mir sitzt meine Kollegin Inge Schneider. Eine dritte Kollegin, Ingrid Klautz, ist jetzt leider erkrankt, vielleicht bis zum Schuljahresende, und sie wird deswegen nicht anwesend sein können. Wir haben im Grunde 3 Programmteile für das Webinar. Ich sollte über neue Medien an Schulen für Kranke in anderen europäischen Ländern berichten. Es gibt, wie schaut guter Medieneinsatz im Unterricht eigentlich aus? Und welche Unterstützung können wir möglicherweise aus dem Projekt bekommen? Da ich selber leider in der letzten Woche nur sehr intensiv krank war, möchte ich so vorgehen,
dass wir uns heute auf den Punkt guter Medieneinsatz im Unterricht im Wesentlichen konzentrieren. Und ich werde euch, dank der Mailadressen, die ich von euch habe, aber zu den anderen Punkten noch einen Auszug aus dem Projekt schreiben. Und diese beiden Themen an sich heute nur kurz streifen. Und vorausgehend möchte ich ein wenig das Projekt selber, Learning at Home and in the Hospital, ein wenig erklären, was da so gemacht wird. Ich sehe noch, dass wir noch noch Teilnehmer bekommen, die dazukommen. Willkommen unsere Kollegin aus Augsburg. Ja. Ich muss mich ein bisschen umgewöhnen, dass ich hier nicht eine PowerPoint bediene, aber hier habe ich schon mal die Seite 2 unserer Präsentation. Die ganze Aktion beruht auf einem von der EU geförderten Projekt, das auf den Namen Long, auf den Namen Leho natürlich hört, aber aus einem bestimmten Programm gefördert wird, Long Life Learning Programm, deswegen hier LLP, und es ist für gedacht, dass hier internationale Netzwerke entstehen sollen, wo also Personen, die sich mit einem Thema gut auskennen, in besonderer Weise zusammenschließen. Dieses Projekt hat schon im Jahr 2014 begonnen und wird auch 2016 enden. Unsere Hauptkoordination übernimmt ein Kollege, Matteo Ucceri. Er ist Angehöriger der dortigen Polytechnischen Universität. Das ist also eine technische Universität, und diesen Umstand verdanken wir auch der Möglichkeit, diesen Server hier zu benutzen für diese Kommunikation. Dann Florian Fuckel aus Salzburg schickt uns gerade seine besten Grüße im Chat, und ich grüße natürlich gerne von München aus zurück. Ja, Projektbeteiligte sind einmal die Personen natürlich an den Institutionen. Zunächst einmal Perugia, dort finden wir unseren Projektpartner Michele Capurso. Wer eine Neigung hat zum Besuch von Hope-Kongressen, kennt also uns Michele Capurso als engagiertes Mitglied, entweder aus vielen Vorträgen oder auch aus seiner Zeit natürlich, wo er auch einmal für einige Jahre Präsident von Hope war. Dann ist im Projekt beteiligt Bednet. Bednet ist eine Organisation, die in Belgien, aber speziell in Flandern tätig wird, also in diesem eher niederländisch sprechenden Teil. Und Bednet hat eine, ja, auf die Besonderheiten gehen wir später ein. Dann sind wir reingeraten, Staatliche Schule für Kranke München. Im Wesentlichen ist es noch ein Ergebnis aus dem Hauptkongress. Es ist einfach die Hoffnung da, dass über diesen Verband vielleicht mehr Mitglieder erreicht werden können. Also die PowerPoint stimmt hier an dem Punkt nicht ganz. Bednet steht ja für Belgien, und wir in München haben das GER für Germany natürlich. Also das müsste eine Zeile tiefer sitzen, aber damit werden wir hoffentlich alle fertig. Dann MMB-Institut, das ist die Gesellschaft für Medien- und Kompetenzforschung MBH. Unser Kollege Lutz ist, glaube ich, auch eingeloggt. Ja, genau, also dann in besonderer Weise willkommen als Partner. Und hier verdanken wir doch viele Impulse, die sich zum Beispiel auch auf Erwartungen oder auf bestimmte Materialien beruhen. Ja. Dann Eden ist eine Gesellschaft, die sich mit dem Fernlernen nach meinem Wissen also jetzt immer ziemlich intensiv beschäftigt. Es gibt so einen regelrechten Verband für Anbieter von Fernlerntechniken, sage ich hier mal in dem Zusammenhang,
Und Eden spielt da eine wichtige Rolle in diesem, in diesem Umfeld. Fanditec sind unsere spanischen Partner. Sie sollen irgendwie das Projekt zukunftsfest machen, sage ich mal, von so innerhalb der Projektrolle, innerhalb der Rolle des Projekts. Und dann natürlich Children's Hospital of School of Leicester. Ist im Grunde der zweite Praxisangehörige. Und also wo eine konkrete Schule für Kranke dabei ist. Und wir haben auch noch Kontakt zu einer Einrichtung, die für uns Europäer etwas ungewöhnlich ist. In Ägypten gibt es tatsächlich in Kairo ein Hospital, das rein auf Spendenbasis beruht und da seine Finanzierung bekommt, und die EU ist halt immer daran interessiert, auch Drittländer mit hereinzunehmen, um damit halt vielleicht interessante Kontakte zu schaffen. So setzt sich also unsere Mannschaft zusammen. Und eine besondere, und zu dem ersten Thema werde ich euch in nächster Zeit einfach ein Skript schicken, in dem ich einen Auszug mache. Es war eigentlich unser Münchner Aufgabe, speziell so eine Art Überblick zu organisieren. Also wir nannten das dann Field Analysis, um einfach so mal die Situation zu beleuchten, wie ist denn die Ausgangslage mit dem ICT-Einsatz. Und in vielen Ländern ist es eben nicht viel anders als wie bei uns auch. Das heißt, irgendwo haben sich die verantwortlichen Kostenträger der Schulen schon daran gewöhnt, dass man auch im Bereich Schule für Kranke irgendwie technische Aufgaben natürlich finanzieren muss. Aber es gibt eben die bekannten Probleme mit dem Klinikträger, wann wird eine Datenleitung oder eine Internetleitung zur Verfügung gestellt. Es gibt fast überall so eine Art Servicemangel. Also Lehrer sind so ein bisschen auf sich angewiesen, wie sie die Technik hinbekommen. Eine Ausnahme gibt es eigentlich genauerweise mit diesem in Belgien, das ist dieses Unternehmen Bednet, weil hier ein Sponsor dahinter steht oder eine Institution, die eigentlich die für den technischen Teil mal sorgt. Hier haben sich die dortige Variante der Telekom und eben diese Institution Bednet, die haben sich da irgendwie arrangiert, bringen eine Musterlösung raus und dominieren dann sehr stark in dem Bereich ein Modell, in dem einfach Videokonferenz als quasi Form von, wir würden vielleicht sagen, Hausunterricht angeboten wird. Da kommt ein Techniker, kommt an die Schule, versucht es zu klären. Es gibt auch vom Bednet zweifellos so ein pädagogisches Gespräch, aber so ein Großteil der Förderung findet dann schlichtweg über diesen Weg statt, dass man einfach die Stammschule versucht, per Videokonferenz heranzuziehen. Das mag in vielen Fällen Vorteile haben. Es ist sehr entlastend für die Lehrkräfte, die eigentlich nicht sich viel um Technik kümmern müssen. Aber wir wissen natürlich auch, dass bei chronischen Krankheiten häufig das Problem auftritt, was haben denn unsere Schüler für einen Leistungsstand in Bezug zur Stammklasse, und es sind einfach noch lange nicht alle Unterrichtsstunden so, dass man sie wirklich per Videokonferenz übertragen sollte, also Übungsstunden und verschiedene Sportstunden oder einfach Durchführung von Leistungsnachweisen. Da gibt es doch einen ganz erheblichen Anteil. Man muss es irgendwie auch pädagogisch steuern, dass das einen Sinn ergibt. Trotzdem ist es also ein bisschen herausragend, einfach weil der Professionalisierungsgrad sehr relativ hoch ist. Und die jüngste Entwicklung ist auch, dass diese Gesellschaft zunehmend vom dortigen Staat finanziert wird. Dass es also vom Sponsortum eigentlich übergeht in eine reguläre Aufgabe.
in ein reguläres Bildungsangebot, speziell bei Erkrankungen. Aber eben, man geht davon aus, dass die Kinder natürlich auch schon irgendwie zu Hause sind. In Bayern, würde ich sagen, gibt es auch so Versuche zur Standardisierung. Überall, in allen Ländern werden ja auch so Dinge eingesetzt, die wir vielleicht mit Moodle bezeichnen, also Systeme, wo man Dateien hinterlegen kann. Und dort gibt es ein Programm, das die bayerische Staatsregierung praktisch landesweit anbieten wird an die staatlichen Schulen. Und dadurch wird eine gewisse Norm geschaffen. Also die Erwartung ist, dass dann sowohl Stammschule wie auch Klinikschule dann eigentlich ein gleiches System haben und dadurch eigentlich für den Austausch von Lernmaterialien zum Beispiel besser da in Kontakt kommen. Die Pläne gehen auch weiter, dass dieses Tool, das mit sehr vielen Medien angereichert ist, dass es auch um einen Videokonferenzanteil erweitert wird. Das wird vielleicht im nächsten Jahr stattfinden. Und so haben wir also eine ganze, also vielleicht eine gewisse gemeinsame Technologie, die dann den Austausch zwischen den Schulen einfach erleichtern wird. Und überall gibt es eigentlich, also es hängt eigentlich schlichtweg von den Lehrkräften ab. Es gibt einfach Formen wie den Einsatz von Handy in irgendeiner Form, von es gibt Pilotklassen, die natürlich mehr jetzt so langsam Tablets lernen, die damit Schüleraktivierung betreiben wollen, indem auch am Tablet etwas erstellt, aber dann vor der Klasse zu, oder vor einer anderen Gruppe vorgestellt werden kann. Es gibt Diskussionsforen, es werden Simulationen benutzt und das halt einfach in unterschiedliche Ausprägungen, wie sich die einzelnen Einrichtungen halt entwickeln. Ich werde das etwas genauer schildern in dem Skript, das ich euch zusende. Und möchte mich eigentlich jetzt mehr auf den zweiten Teil konzentrieren, der so in der Diskussion der letzten 10 Jahre aus, nach meiner Meinung immer ein wenig vernachlässigt wurde. Und da geht es jetzt einfach um die Frage, Medieneinsatz ist ja schön, aber wann ist er auch gut? Und dazu gibt es innerhalb des Projekts einen Beitrag genau aus Perugia, das ist unser Kollege Michel Capurso. Der hat eine Zusammenstellung gebracht aus einem ganz bestimmten Forschungszweig. Es gibt nämlich doch sehr, sehr, sehr lange, aber nicht immer so beachtet, die Frage, ja, wann ist denn eigentlich Unterricht effektiv? Wann hat er also irgendwie eine Wirkung? Und da gibt es manche Enttäuschungen für Bildungspolitiker, zum Beispiel die Frage, ob das jetzt ein gegliedertes Schulsystem ist oder so ein eher ganzheitliches System, also in dem ein Schulgebäude relativ viele Schularten vertreten sind, das spielt eine etwas geringe Rolle. Das ist mehr etwas für Bildungspolitiker und ist vielleicht auch mehr für die Frage gedacht, wer hat überhaupt Zugang. Aber es hat nicht so die Wirkung, ob der Unterricht gut oder weniger gut ist. Dasselbe gibt es zum Beispiel auch für die Frage, für die berühmte Frage Frontalunterricht oder selbstgesteuerter Unterricht. Also irgendwie kommen die Ergebnisse so in die Richtung, naja, Hauptsache der Lehrer macht es mit Leidenschaft. Ja, dann ist es eigentlich fast wichtiger, ob die Lehrkraft selber Berufsmotivation hat und für uns und wie er das dann durchzieht, man kommt dann eigentlich auf beiden Wegen weiter. Es spielt nicht so die totale Rolle. Und das sehr wichtig ist, die Lehrerpersönlichkeit eigentlich, also ob sie einfach engagiert ist. Ja? Und dann ist die Frage dann natürlich an die Institutionen, ja, wo kriege ich diese vielen engagierten Lehrkräfte her oder wie fördere ich das, dass Lehrer prinzipiell engagiert sind. Und Michele hat diese Fakten oder diese Ergebnisse aus dieser Effizienzforschung
zusammengetragen. Das sind jetzt für uns alles nicht so revolutionär neue Sachen. So, wer unter uns halt einfach Lehrkraft ist und viele Dinge kennen wir. Aber ich denke, es ist ein Schema, dass man sich verschiedene Dinge mal wieder bewusst machen kann. Und es gibt praktisch eine Art Überprüfungsraster. Und deswegen stelle ich das mal kurz vor, was uns Michele da so zusammengetragen hat. Allerdings muss ich sagen, wir haben uns jetzt deswegen im Webinar, haben wir das praktisch fast bildzeitungsartmäßig, haben wir das verschlagwortet, damit das überhaupt also lesetechnisch durchkommen. Und ich werde das etwas ausführlicher als Material anbieten. Da muss man sich halt dann ein bisschen an Unisprache wieder zurückgewöhnen, falls also die Lehrkräfte jedenfalls die in der Praxis sind. Und ich stelle jetzt mal so diese Merkmale vor. Also, wichtig sind diese Beziehungen, wie ich sie ja gerade eben erläutert habe. Lernen unter Anleitung ist prinzipiell gut. Das klingt vielleicht als Hinweis erstmal relativ trivial, aber wenn wir an eine Situation Schule vergreifen, denken, Büchern gehen, sondern es ist schon gut, wenn irgendjemand unter Anleitung also Strukturierungshilfe gibt. Ja? Also Strukturierung ist überlegen gegenüber so selbstgesteuerten und irgendwie anlassbezogen, wenn man halt Lust hat, gegen solche Lernformen. Ja? Lernen in heterogenen Gruppen ist ebenfalls ein Erfolgsmodell, ein gewisser Trost. Für die Schulen für Kranke, weil sehr viel heterogener als wie bei uns, geht es fast nirgendwo zu, weil die Kliniken einfach nicht nach Jahrgangsstufe und Schulart aufnehmen, sondern nach Krankheitsbild. Und das heißt, es gibt Möglichkeiten eigentlich hier auch davon zu führen. Lehrkraft empfinde es oft als anstrengend, die Differenzierung, aber es heißt nicht, dass es da über Vorbildlernen und verschiedene Aktivitäten nicht doch auch ganz gute Ansätze geben kann. Ja? Und es soll eine anregende Lernumgebung geben. Das ist sehr wichtig. Das heißt also in irgendwie, und das spricht na fast das Thema Räume, Schule für Kranke an. Wir brauchen einfach das Milieu, und in dem einfach Lernen irgendwie auch, indem man sich dazu einfach entschließen kann und wo das auch einen gewissen Spaß macht und eine soziale Bedeutung hat. Und das ist irgendwie auch eine externe Erkenntnis aus der Effizienzforschung. Dann Sinnfindung und Wissenserwerb. Also, auch das sind im Grunde für manche sicher alte Bekannte. Es muss einfach einen Informationsinput geben. Das ist jetzt zum Beispiel die Frage, egal ob frontal oder aus Medien, irgendwie muss einfach da sein, sonst hat es irgendwie nicht so viel Zweck. Es sollen intendierte, handlungsorientierte Prozesse sein. Das wird einem eigentlich dann ein bisschen bewusst, wenn man gerade mit Schülerinnen und Schülern aus der Psychosomatik zu tun hat, die oft nicht richtig beschreiben können, auch wenn sie in der Klasse für Kranke sind, was sie denn eigentlich gerade machen. Ja? Also sie müssen irgendwie so eine Vorstellung haben, worauf das Ganze hinläuft und was sie gerade unternehmen. Soziale Interaktion ist ein starker Motor für Lernerfolg. Also es ist schon richtig, dass wir auch versuchen, im Krankenhaus zu gruppieren und Unterricht am Bett halt nur dorthin nehmen, wo es halt einfach nicht anders geht. Kontinuität und Beständigkeit sollte in gewisser Weise auch dabei sein. Das müssen also Lernen hat etwas Aufbauendes auf sich, also geht es zum Beispiel um Stundenumfang und dass ich einigermaßen regelmäßig bei meinen Schülern auftauchen kann, spielt eine Rolle. Und natürlich dann auch die Überlegung, es muss ein gewisser Innovationswert da sein, mit dem sich die Schüler auseinandersetzen. Dann ist etwas, was wir, glaube ich, im Krankenhausunterricht sehr gut kennen, die Individualität. Wir brauchen einfach am Anfang der Phase das Zuhören und Einschätzen des Kindes. Einfach um auch festzustellen, was ist ihm jetzt eigentlich wirklich wichtig, wofür ist
eigentlich Bereitschaft da, wieder eine Initiative zu ergreifen. Und wir kriegen dann schon oft zu hören, naja, ich möchte einfach meine Schulfreunde nicht verlieren, ich möchte eigentlich nicht durchfallen, ich möchte irgendwie dann auch in der Schule vorankommen. Und das, wenn das so eine Art Zuhören, über Zuhören und Einschätzen und auch erfassen, was dem Kind wichtig ist, ist eigentlich so der Start in fast allen Vorgängen, damit Kinder dann eigentlich auch bereit sind, wieder Initiative zu finden und eigentlich auch über das Lernen auch ein Teil Bewältigung für sich selber und für die Krankheit, also irgendwie mit aufzubauen. Strukturierte Umgebungen sind gut, regelmäßige Bewertungen auch. Also ich habe dieses Thema Regelbewertung auch so trivial, uns es vielleicht manchmal erscheint. Aber ich kämpfe da zum Beispiel im Hausunterricht, wo also Lehrkräfte oft meinen, na, lassen wir die Noten jetzt mal aus. Und tatsächlich ist es eigentlich besser, man macht wenige Noten und lässt halt genügend Vorbereitungszeit, als man lässt überhaupt keine. Man macht überhaupt keine Noten. Die Kinder sind überwiegend total demotiviert und manchmal ist es regelrecht meine Aufgabe als Kliniklehrkraft da glatt zu machen. Also niemand lernt so wirklich gerne völlig zweckfrei. Und dann aus dem Lernerfolg und aus der Note kommen ja dann auch so Dinge raus, dass Kinder dann wieder erfahren, naja, ich erreiche ja doch was und ich kann also Selbstachtung und Selbstwirksamkeit also wieder irgendwie für mich selber zur Geltung zu bringen. Ich glaube wieder an meine eigene Zukunft und das ist ja die Haltung, die wir irgendwie so haben wollen. Dann Metawissen. Man sollte eigentlich sagen können, was man so gerade macht. Und das merke ich auch in der Psychosomatik. Ich fragte, was tust du da zum Unterricht? Oder wir sind übergegangen, die Schüler sogar so eine Art Lerntagebuch schreiben zu lassen, wo sie sowas eintragen sollen, was sie sich vornehmen. Ja? Und oft, sie können es einfach nicht ausdrücken. Jedenfalls nicht am Anfang. Und das sind jetzt praktisch so verschiedene Aktivitäten in der Schule. Und im Grunde, wenn ich mir vornehme und ich weiß, ich will jetzt überlegen oder ich will jetzt nachdenken oder ich will Fehler korrigieren, dann ist es einfach eine bewusstere Haltung. Und gerade dort, wo also viel Schulversäumnisse oder Krankheit sind, müssen wir das teilweise den Schülern wieder ermöglichen, nachzudenken, was sie eigentlich so gerade machen. Und natürlich Selbstkontrolle und Feedback von Gleichaltrigen zieht viel mehr als von Lehrern. Das nutzen wir zum Beispiel auch in der Anorexie häufig aus und lassen da die Mädchen untereinander sich Dinge sagen, die man als Therapeut vielleicht nicht immer so riskiert. Ja? Und die machen das dann schon. Und letztlich aus so einem Meta-Wissen heraus entsteht eigentlich so, was ich gerade tue, entsteht so eine Möglichkeit, ein verantwortliches Lernen praktisch aufzubauen und das wäre so eine Art Fernziel. Jetzt meine Kollegin versucht gerade das Telefon abzuwürgen. Damit wir hier in der Konferenz sind, nicht so und agieren von anderen. Das ist etwas, ein Punkt, der wahrscheinlich zur Folge hat, dass gerade das Halten von Referaten, also fast in allen in allen Schulordnungen irgendwie so Eingang findet, dass das auch eine Prüfungsform ist, weil es einfach hochwirksam ist. Ich eigne mir etwas an, ich kann es dann irgendwie so ein bisschen verstehen und letztendlich kann ich es dann auch anderen vorstellen und ich kriege dann eine besondere Rolle. Es ist so wirksam, dass wir zum Beispiel in unserer Psychosomatik zuerst mal am Vormittag immer so eine Art Kernlernen machen, also so für mich selber gewissermaßen und dann eigentlich regelmäßig ab der dritten Stunde ist dann sowas wie Projektunterricht, alle machen irgendwas gemeinsam und irgendwelche Schüler haben dann was vorbereitet und dann haben sie Gelegenheit, also da eigentlich gruppenmäßige Verhalten für Gruppen anzueignen und so, dass sie was, erstens, dass sie überhaupt was liefern können und zweitens, dass man ihnen zuhört und dass das irgendwie auch ganz, dass das schon irgendwie geht. Ja? Und damit wollen wir erreichen, dass solche Schüler eigentlich so die verschiedenen Schulzeiten, also dass sie da praktisch wieder etwas fit trainiert werden. Also
wer lang genug im Schuldienst ist, ist es nicht so revolutionär. Aber wir wollen das Ganze mal jetzt eben an einem didaktischen, an einem Einsatz mit relativ viel Technik, wollen wir das mal so durchexerzieren. Was bleibt denn eigentlich an diesen, wenn wir da irgendwie EDV einsetzen oder auch Videokonferenztechnik, wie finden sich denn eigentlich diese Schlüsselfaktoren oder wichtigen Faktoren für Bildung und Erziehung, wie finden sich die denn eigentlich wieder? Und das ist dann eigentlich ein Vorgehen, das wir mal so exemplarisch also halt hier durchziehen wollen. Wir haben das gestern gemacht, also meine Kollegin Inge und ich haben uns einmal zusammengesetzt, so den Ablaufprozess, den beschreiben wir. Ja, und dann schauen wir mal anhand von dem, was uns dann Jahre später nach dieser Beschreibung vom Ablaufprozess, was uns Jahre später, also mich Shele Kapoor so da irgendwie mal zusammengefasst hat aus verschiedensten Texten, und suchen mal danach, was da drin, was da eigentlich drin steckt. Also wir haben schon ein bisschen gebraucht, muss ich sagen. Aber dann waren wir eigentlich ganz zufrieden, dass wir da Momente entdeckt haben, also da, was wir da so entdeckt haben. Und wir würden euch auch einladen, euch das jetzt zuerst mal anhören, was wir so in der Sache machen. Und dann auch mal eine Überlegungsphase für euch, dass ihr dann sagt, naja, finde ich denn diese, wo könnte man denn eigentlich diese, diese Faktoren für erfolgreiches Lernen, wo lassen sich die denn eigentlich am ehesten umsetzen? Und dieses Bewusstsein kann schon dazu führen, dass wir dann einfach als Lehrkräfte dann akzentuieren. Und wenn wir so etwas prinzipiell können, dann kommen wir eigentlich vom reinen Technikeinsatz, so, weil es halt mal gut ist, Fotoprojekt zu machen, kommen wir dann auch zu den Überlegungen, wie ziehen wir es durch, dass wir sagen, wir verknüpfen das eigentlich mit einer Strategie, die, als erfolgreich, die wir dann als erfolgreiches Lernen erstmal so halt mal geschildert bekommen, und machen dann unsere eigenen Erfahrungen am Schluss, ob es dann auch so erfolgreich ist natürlich, ja, weil als Lehrer kriegen wir dann ja auch immer eine Einschätzung. Und deswegen übergebe ich jetzt das Wort an meine Kollegin, wir tauschen kurz Platz. Und außerdem habe ich euch extra in diesem Notizbereich, habe ich euch so diese Stichworte ein bisschen zusammengetragen, weil ich jetzt nicht erwarte, dass man das gleich immer so im Kopf hat. Wir werden sie aber später brauchen. Und ihr, an euch geht dann die Bitte, überlegt euch mal für eine Zeit lang, wo diese Schlüsselfaktoren dann irgendwo so ein bisschen reinpassen, wo eine Umsetzung denkbar ist. Gell? Jetzt tauschen wir beide mal den Stuhl. Guten Tag, mein Name ist Inge Schneider. Ich unterrichte an der Staatlichen Schule für Kranke, bin Gymnasiallehrerin, und meine Fächer sind Deutsch und Englisch. Und ich möchte jetzt ein Projekt vorstellen, und zwar ein Medienprojekt, ein doppeltes Projekt eigentlich, mit einer doppelten Mediennutzung. Und zwar zuerst die Videokonferenz an der Schule für Kranke, und dann haben wir die Mädchen, die Schülerinnen, diese Videokonferenz, die sie gemacht haben, auch noch evaluieren lassen, und zwar auch mit einem Medium, mit Filmen. Also die haben die Evaluation der Videokonferenz in eine filmische Form gebracht, in Form eines Spielfilms, den wir Ihnen aber leider aus Zeitgründen heute nicht zeigen können. Also die Videokonferenz fand statt für eine Schülergruppe von Anorexien, die normalerweise vormittags Unterricht haben in Deutsch, also den Fremdsprachen und Mathematik. Dann haben sie noch eine Stunde Gruppenunterricht, und das Gesamtziel ist der Anschluss, der stoffliche Anschluss an den Unterricht der Heimatklasse. Und dazu müssen die Lehrer natürlich sehr, sehr eng mit den Lehrern der Heimatschulklasse zusammenarbeiten. Und jetzt zu unserem pädagogischen Konzept
der Videokonferenzschaltung. Das Wichtigste, wie schon erwähnt, ist der Erwerb von Fachkenntnissen. Dann ist noch wichtig, aktive Beteiligung an einem schulischen Unterrichtsgeschehen, denn die Mädchen sind oder die Schülerinnen sind hier zusammengefasst in einer Gruppe von 8 bis 10 Schülerinnen. Das heißt also, sie sind nicht in einer Klasse. Dann ist wichtig die Erweiterung der sozialen und persönlichen Kompetenzen. Dann auch noch die Integration einer Krankenschülerin in eine fremde Klasse, was nochmal eine ganz andere Art von sozialer Kompetenz nötig macht. Dann ist wichtig die Kooperation zwischen den Schülern der beiden Schulen, also das gegenseitige Interesse. Die Vermeidung von Überforderung beim Nacharbeiten in der Reintegrationsphase in der Heimatschule. Das heißt also, wenn sie zurückkommen in die Heimatschule, dass dann sie gut Anschluss haben an den Stoff und nicht in Stress kommen, weil sie so viel nacharbeiten müssen. Das ist auch zugleich der letzte Punkt, eine Erleichterung der Reintegration im Schulalltag der Heimatschule. Dann da was Außergewöhnliches und Wichtiges ist die enge Zusammenarbeit von Schule und Therapie im Zusammenhang mit unserer Videokonferenz. Und zwar haben wir bemerkt, dass es den Schülern doch wirklich sehr schwer fällt, sich von einer fremden Klasse zu präsentieren. Und präsentieren, Verhalten, Persönlichkeit ist ja gleichzeitig auch ein wichtiges Thema für die Therapie. Und deshalb haben wir ganz, ganz eng mit den Therapeuten zusammengearbeitet. Und dann wollte ich Ihnen kurz noch vorstellen, wie diese Zusammenarbeit stattgefunden hat. Also wir als Schule müssen uns ganz eng absprechen mit der Lehrkraft der Partnerschule, was ja nicht in diesem Fall die Lehrkraft der Heimatschule ist, denn die Schüler sind in Gruppen zusammengefasst und werden dann an einer anderen Schule angeschlossen für die Videokonferenz. Dann ist wichtig, dass man die zeitliche Koordinierung vornimmt, da den Lernstoff ausmacht, Arbeitsblätter zur Vorbereitung auszahlt und bearbeitet, und durch die Schule für Kranke findet ein vorbereitender Unterricht statt. Von Seiten der Therapie ist wichtig, die Selbstpräsentation vorzubereiten, also wie treten Sie auf, welche Haltung nehmen Sie ein, mit welcher Stimme sprechen Sie, weil Sie sich wirklich zuerst mal verkriechen wollen und ganz sehr schüchtern sind vor dieser fremden Klasse. Das trifft auch gleich den nächsten Punkt. Selbstvertrauen bzw. die Ängste werden angesprochen. Und Ängste insgesamt ist in diesem Therapiezusammenhang ein ganz, ganz großes und wichtiges Thema. Dann findet die, aufgrund dieser sehr sorgfältigen Vorbereitung, findet die Videokonferenz statt, die auch jedes Mal nachbereitet wird. Und zwar von Seiten der Schule durch eine Lehrkraft unserer Schule zum Verständnis des Inhalts, haben die Schüler verstanden, was gelehrt wurde. Dann auch noch zur Interaktion mit der externen Schulklasse, wie haben sich die Schüler verhalten, wie ist dann eine Kommunikation entstanden. Von Therapeutenseite wird auch die Präsentation nachbesprochen und auch wirklich die Gefühle und Empfindungen der Schüler angesprochen und bearbeitet. Zum Schluss gibt es auch noch einen Evaluationsbogen der Schülerinnen, den wir ihnen bei Interesse gerne zuschicken.
zu der Videokonferenz. Und wie gesagt, es gab auch ein Projekt, in dem die Schülerinnen in Spielfilmform einen Film erstellt haben über diese Videokonferenz als persönliche Evaluation. Und jetzt möchte ich weitergehen an Herrn Merz. Ja, ich übernehme wieder. Also wirklich, die besondere Therapie bereitet es praktisch vor, gerade die Grundfragen für anorektisch belastete Mädchen. Ja, wie wirkt die? Wollen ja alle super perfekt sein, also für den, der das Krankheitsbild nicht so kennt. Und es muss alles stimmen und also das heißt, die sind überkritisch gegen sich, so dass das also eine geradezu zerstörerische Bedeutung hat. Und es ist wirklich so, dann aufzutreten von einer Schulklasse, wo man praktisch keinen Schüler zunächst mal kennt und dann so Hallo und Grüß Gott zu sagen, wenn man dann per Videokonferenz die ganze Klasse anspricht, das ist also im Grunde schon so eine Aufgabe mit Überwindungscharakter. Ist aber eigentlich auch das Modell oder auch das der Lernanlass, um eben genau diese persönlichen Probleme zu lösen, wie ich eigentlich in einer anderen Umwelt eigentlich trotzdem zurechtkomme, ohne dass ich jedes Mal glaube, dass die Hinrichtung bevorsteht. Ja, und jetzt käme auf uns die Aufgabe zu. Es gibt also einen gewissen Ablaufplan, ja, also klar, Schule bereitet was vor und im Grunde werden die auch durch den Unterricht schon ein bisschen auf fachlich vorbereitet. Das kommt dann später schon vor und wenn das alles ein bisschen lockerer geht und mit weniger Stress, dann können die schon in der Klasse da ja auch also auch sprechen und dann bis hin auf Lehrerfragen einfach antworten. Ja. Und wir machen das aber natürlich etwas gesteuert. Wir sagen der Lehrkraft am Partnergymnasium schon, ob die Schülerin aus unserer Sicht jetzt schon so weit ist, dass der eine Lehrerfrage über Videokonferenz verkraftet. Es ist von uns etwas, der Grad der Kommunikation ist etwas abgestuft und ist gesteuert. Und aus den Hinweisen, wie auch die Therapeuten es schon so ein bisschen eintrainiert haben, was so halt möglich ist psychisch. Ja, ja, meine Bitte wäre jetzt geht doch mal diese Punkte vielleicht nochmal durch, die unter Notes stehen. Und schau dir mal so diese Abläufe an. Also auf der linken Seite ist ja mehr so der schulische Ablauf und auf der rechten Seite ist mehr so ein bisschen parallel dazu das, was die Therapeuten halt so in dem Zusammenhang machen. Und überleg dir mal vielleicht so ein, zwei Punkte oder einige Punkte, wo er sagt, da finde ich eigentlich so einen Ansatzpunkt, da kann ich eigentlich etwas wiedererkennen, was so in diesen wichtigen Faktoren Verbindung einfach da geschildert ist. Ich würde euch dafür, ich würde jetzt einfach mal selber etwas Ruhe geben im Vortrag, um damit ihr da einfach vielleicht für euch selber ein paar Minuten mal das überlegen könnt. Und würde dann so, ich will dann so in etwa 3 Minuten das Wort wieder ergreifen. Ist das okay?
Ja, ich würde dann wieder das Wort ergreifen. Jetzt hätte ich so die Vorstellung, vielleicht wollt ihr einen Sachverhalt ausdrücken, wo ihr einen Ansatzpunkt seht für eine Umsetzung eines Faktors im Gesamtprozess. Und das könntet ihr eventuell, also das könntet ihr gut über unser Chatfenster machen. Ich selber gehe vielleicht einfach mal ein auf Überlegungen, die wir selber also gestern angestellt haben. Einmal ist zum Beispiel der Punkt Individualität aus meiner Sicht am ehesten also gut repräsentiert, wenn es um die sogenannte Selbstpräsentation geht. Da werden die Schülerinnen sehr genau natürlich darauf angesprochen und müssen sich selber einschätzen. Ja, wie trete ich eigentlich auf, senke ich den Blick, also welche Körperhaltung habe ich, ist meine Stimme eigentlich angemessen oder hört man schon der Stimme an, dass es mir eigentlich gar nicht so gut geht. Und da gibt es also so Dinge der persönlichen Einschätzungen und die Mädchen werden ja in der Phase auch nicht gefordert, dass sie das mehr oder weniger so vor Gruppen machen müssen. Das ist also ein geschützter Raum. Anderer Punkt, dann ganz klar, Videokonferenz ist so etwas wie eine Präsentation. Das heißt, Sie kommen irgendwann mal in die Phase rein, dass Sie dann natürlich auch aktiv etwas vorstellen sollen. Zumindest mal zuerst mal sich selber, weil das das Hauptthema natürlich ist der Mädchen, dass sie im Grunde nicht richtig auftreten können. Ja. Dann wird schon so eine Art Begrüßungsszene, die wird schon irgendwie so, ich sage mal, zunächst leicht ritualisiert eingeübt und es ist allen Beteiligten auch klar, die soll auch laufen, ja, dann haben alle ein bisschen Geduld. Das ist, also, und dann geht es um das Agieren vor anderen, ja. Wer genau hinschaut bei den Key Educational, also bei diesen, das wäre der englische Ausdruck, Key Educational Factors, das sieht gelernt, das vor anderen wirksam präsentieren zu können. Eigentlich gehört da so ein leichter Unterstrich hin, also wirksam. Man muss sich überlegen, wie mache ich das so gut, dass die anderen auch darauf eingehen oder so reagieren, wie ich erwarte. Ja? Und so sind bis zu komplizierteren Formen sind meine Argumente überzeugend, hört man mir auch noch gerne zu und da bin ich zu lange. Und das wird natürlich da, das wird einfach durch das Einüben wird das gemacht. In der Nachbereitung einer Videokonferenz schauen sich die Mädchen das dann zum Teil gemeinsam an und dann kommt so dieser Gruppeneffekt daher, dass sie, da kommt, also da findet diese Selbstkontrolle und Feedback von Gleichaltrigen statt. Die sagen sich dann schon sehr ganz genau, was sie da voneinander halten. Und wie das halt auch anders laufen hätte können. Das heißt, in der ganzen Lernsequenz ist deutlich umfangreicher als jetzt zum Beispiel bloß das reine technische Mitschauen. Ja? Da braucht man sich ja bloß hinsetzen und vielleicht nicht gerade einschlafen. Sondern diese Herausforderung besteht dann auch, also dass das eigene Verhalten, das ist also wie in der Seminarausbildung mehr oder weniger. Ja? Und es gibt also diese Nachbesprechung zur Selbstpräsentation. Dann kommen natürlich auch die Aussprache zu Gefühlen und Empfindungen. Dann haben wir das Planen, Nachdenken. Also Sie wissen schon ganz genau beim zweiten oder dritten Mal, dass das immer so ein bisschen denselben Ablauf hat. Und dann kommt so ein bisschen durch Routine raus, kommt so ein bisschen so Vorhersehen. Ja? Und damit haben wir natürlich die strukturierte Umgebung, die regelmäßigen Bewertungen. Es gibt also ein echtes Schema, wie das halt gemacht wird. Und auch so soziale Interaktion, die läuft hier unter dem Gesichtspunkt Kontinuität und Beständigkeit. Das heißt, also ich kann mich regelmäßig verbessern. Die kriegen also nicht immer wieder stets eine völlig andere Situation hier. Und durch die Realisierung, durch das wiederholte Durchführen des gleichen Ablaufs kommt dann einfach so ein Übungseffekt herbei. Dann
Lernen in heterogenen Gruppen haben wir dann sowieso. Und wenn die Videokonferenz noch dazu kommt, dann haben wir sowieso nochmal die externe Gruppe. Also das ist uns eigentlich heterogen genug. Und so möchte ich das jetzt gar nicht zu sehr vertiefen, also weiter vertiefen. Aber ich denke, es liefert das Schema, wie wir, oder sein Denkschema, wie man das eigentlich so handeln kann mit dem, mit der Bewertung vom Kundenunterricht. Erstens braucht man natürlich eine Lernsequenz. Also so eine Einzelaktion ist etwas verloren. Da kann ich mir jetzt nicht so viel überlegen, ob die jetzt so ganz großartig irgendwelchen effektiven Lernprinzipien überlegt. Ich brauche irgendwie so ein Vorhaben, in dem, das muss nicht Videokonferenz sein, weil das nun mal eine ziemlich anspruchsvolle Technik ist. Aber es sollte so eine Art strukturierte Lernsequenz geben mit mehreren Schritten. Und dann kann ich eben hergehen und sagen, naja, ich habe irgendwo meine etwas mehr oder weniger ausführlichen Vorstellungen über gutes Lernen anhand vielleicht der Beurteilungsliste und legt es mal als, einfach so als Prüfungsschema drüber, wo mache ich wann was. Ja? Und dann komme ich dann eigentlich schon zu den Überlegungen und dann kann ich ja überlegen, was will ich eigentlich vertiefen oder was kann ich vielleicht auch ein bisschen ausblenden, weil die Schüler dann schon gut kann. Das ist eine, im Grunde die eigene Bewertungsphase. Und hat das Projekt eine Reihe von Aktivitäten geschildert, die jetzt vielleicht auch weniger aufwendig sind als Videokonferenz. Wir haben das im Internen haben wir das Information Cards genannt. Das sind einfach Beispiele für EDV-Einsatz. Und diese Beispiele sind gesammelt auf der Projektwebseite von LEHO. Und die sollen es ein bisschen hergeben. Erstens, sie haben einen relativ intensiven Medieneinsatz. Und zweitens, sie bringen so ein bisschen diese Ablaufsequenz. Und drittens kann man sich dann ja überlegen, was ich damit eigentlich so erreichen kann für bestimmte Schüler. Und das ist auf der EU-Webseite, die Projektwebseite heißt www.lehoprojekt.eu. Ich werde euch einfach den Zugang zu dieser Webseite mitteilen und ich denke, das ist dann eine Form der Unterstützung, indem wir einfach, indem aus dem Projekt heraus einfach Beispiele angeboten werden. Und fast wichtiger als das Beispiel ist dieses Schema, das wir heute mal so modellhaft eingeübt haben und das zugegeben uns auch am Anfang so also ein bisschen Schwierigkeiten gemacht hat, damit umzugehen, aber wo wir dann sagen, naja, das stimmt eigentlich ganz gut und so, wir wissen jetzt eigentlich, warum wir manche Dinge machen wollen. Ja. Es hilft, hat uns also, hilft uns bis rein in die Gesamtkonzepte, die wir so für den Tagesablauf in unserer psychosomatischen Station in Schwabing anlegen. Also wir wenden es dann fast nicht bloß auf Medieneinsatz an, sondern im Grunde auch schlichtweg auf die Schulkonzepte, die wir so haben. Ja? Aber man muss einfach nicht alles auf einmal machen. Also die erste Unterstützung geht von dieser Webseite aus, wo Beispiele genannt sind. Dann gibt es eine zweite Form, der und ich schicke euch das einfach raus, bevor wir jetzt dann, uns dann noch lange bemühen, das da eilig durchzuexerzieren. Und eine zweite Unterstützung ergibt sich aus der Projektstruktur selbst heraus. Neben dieser Webseite gibt es auch so ein Gremium von Personen, die sich vornehmen, diesen Medieneinsatz und diesen qualifizierten Medieneinsatz etwas zu fördern. Das heißt, also in der internen Sprache heißt es Board of Experts. Und diese Personen versuchen ganz generell, also irgendwelche Möglichkeiten, nationale Möglichkeiten zu erarbeiten, mit denen man dann besser diese, einfach den Medieneinsatz also irgendwie besser qualifizieren kann. Und wir werden auch noch eine
ich werde auch noch ein drittes Angebot per Mail an euch mitteilen. Es gehört zu dem Projekt, dass eine ganze Reihe von solchen Webinaren durchgeführt werden zu verschiedenen Themen. Das, was wir hier jetzt mit Key Educational Factors so ein bisschen erläutert haben, haben wir einfach gemacht, um die Frage guter Medieneinsatz so ein bisschen zu erklären. Es wird aber nochmal sehr viel ausführlicher erläutert oder intensiver für alle, die halt dieses Thema wünschen. Es hat nur den einen Wermutstropfen, die werden jetzt zunächst mal auf Englisch durchgeführt. Und wir haben jetzt erstmal vorbereitet so ein praktisch eine deutsche Version, mehr oder weniger als Vorlauf, praktisch aufgelegt, um einfach etwas Erfahrungen für diesen Medien zu sammeln und um selber natürlich auch mit der Technik ein bisschen besser zurechtzukommen. Ich werde euch aber gerne diese Termine bekannt geben und dann könnt ihr einfach selber entscheiden, ob euch vielleicht das eine oder andere Thema mal interessieren würde. Und vielleicht möchte ich die 5 Minuten vielleicht noch Gelegenheit geben, ob jemand per Chat oder vielleicht auch per Mikro noch etwas an uns mitteilen möchte, damit wir da so ein bisschen einen persönlichen Abschluss praktisch noch zulassen. Und vielleicht... Genau, von unserem Kollegen Lutz Görz. Das ist genau im Chat zum Beispiel so der Hinweis. Wir werden es euch einfach mitteilen. Und vielleicht dann, wenn wir sagen, naja, wir kriegen irgendwie so eine gewisse Nachfrage, dann machen wir das einfach auf Deutsch nochmal und vielleicht auch zu verschiedenen Themen. Ich selber bedanke mich zunächst einmal für eure Geduld. Und auch für eure Mitwirkung. Da kriege ich auch die Frage von Simone, HDH, was auch immer das heißt, herein. Die Webinare, ich hätte es vielleicht euch sagen sollen, aber ich glaube, es ist nicht so kritisch, weil er ja auch nicht sprachlich auftritt. Wir haben eigentlich die Vereinbarung, dass wir die Webinare grundsätzlich mal mitschneiden, also auch für unsere Selbstkontrolle, wie wir so auftreten. Ich selber habe mich jetzt zum Beispiel um einen ruhigen Ton bemüht, weil man sonst nicht so lange zuhören kann. Und natürlich können wir diese Webinare dann teilweise auch anbieten. Also dass man sie sowohl als Aufnahme sehen kann, aber vielleicht kriegen wir auch einfach Zeit von unserem Partner in Mailand zur Verfügung gestellt, um vielleicht irgendwie Wiederholungen oder Vertiefungen oder was wir auch wollen. Ja? Hauptsächlich hat dann mit diesem Thema zu tun. Dann die Webinare, die wir in dem Projekt, weil ich die Frage bekomme, wie es mit der aus Schülerseite sieht, diese Webinare, die wir hier machen, richten sich jetzt gezielt natürlich an Lehrkräfte als Multiplikatoren. Also deswegen taucht die Frage nach den Schülern ist halt immer dann heikel, wenn der Staat, der ja Schulpflicht da so verkündet und die Schüler sind noch nicht freiwillig da und trotzdem finden sie sich dann irgendwie im Internet wieder. Das ist das Spannungsverhältnis. Bei uns als Erwachsenen wäre es jetzt, sagen wir mal, von mir aus ein bisschen korrekter gewesen, wenn ich gleich zu Anfang gesagt habe, wir wollen es mal mitschneiden. Aber der Chat selber wird, glaube ich, ja, da bin ich mir nicht sicher, ob der sogar mitgeschnitten wird, sondern es wird ja eigentlich hauptsächlich mein Ton jetzt als Vortragender da mitgeschnitten. Ja. Ich glaube, dass das Frage nicht hier gibt. Aber klar ist das jetzt bei Videokonferenz immer so das Thema, dass wir eine hohe Freiwilligkeit brauchen. Und das gewinnt letztlich auch die Akzeptanz, wenn jemand unberechtigt mitschneidet. Was soll dann sein, ja, dass das irgendwie sozialverträglich geregelt ist. Ja, wir haben gerade noch so 3 Minuten. Zeit, die uns da von Mailand aus zur Verfügung gestellt wird. Das Thema Förderung.
Das werde ich auch aus dem, aus den Länderlisten etwas heraus noch arbeiten. Es gibt relativ viele Gruppierungen, die mit Sponsoring arbeiten. Also das ist in allen Ländern also ein bisschen verbreitet. Also die reine staatliche Unterstützung langt fast nirgendwo aus. Und deswegen ist das schon mal also ein wichtiger Aspekt, dass eine Förderschule zu den vielen Aufgaben, die sie hat, sich im Grunde auch so den Rückhalt verschafft, dass sie mit guten Medienprojekten dann vielleicht auch Personen findet, die das eine oder andere finanzieren mag. Ein Forum für Kliniklehrer ist praktisch indirekt geplant über diese EU-Webseite. Da ist geradezu der Aufforderung da und das sich irgendwie einzubringen. Und ich möchte das dann eigentlich mit den versprochenen Materialien noch darstellen, welche Möglichkeiten es da gibt. Ich werde euch also die Webseite benennen, auch den Zugang und auch vielleicht die Hinweise geben genau zu der Frage. Ja, genau. Ich würde sagen, wer sich verabschieden mag, das wäre jetzt einfach schon der Zeitablauf aus meiner Sicht völlig okay, dem sage ich jetzt schon mal auf Wiederschauen. Ich selber bleibe noch ein paar Minuten dabei, um vielleicht in eine oder Frage, die aus dem Chat herauskommt, dass ich dann noch versuche, sie zu kommentieren für eine gewisse Zeit. Genau, also ich denke, was Simone schreibt, in der Regel ist es der sicherste Weg, sich von allen Eltern Einverständniserklärungen zu schreiben. Und wir haben die Erfahrung, das geht manchmal, es kommt auf den Medieneinsatz drauf an. Und also wenn zum Beispiel bei Klassenvideokonferenzschaltung, so wie Bettner das macht, da kann ich mir schon vorstellen, dass es bei uns doch in einem guten Anteil der Fälle Probleme machen würden. Die Eltern ziehen da einfach nicht alle mit und dann muss die Schule eigentlich dafür sorgen, dass Unterrichtssituationen so sind, dass halt die Nichtwilligen da jetzt halt nicht übergangen werden. Und ich gebe normalerweise immer Formblätter heraus für die Eltern, also so Zustimmungserklärungen. Bei sehr heftigen Krankheiten ist das irgendwie meistens aber auch, ist es doch sehr häufig möglich, dass da für eine Klasse also da die Zustimmung, also jedenfalls in ausreichender Zahl da ist. Eben. Die Stigmatisierung, glaube ich, also wir haben Schüler jetzt, was zu dem Punkt Stigmatisierung, also wir hatten zum Beispiel gerade das Fernsehen jetzt bei uns, sie wollten mal sehen, was wir so eine Psychosomatik machen. Also wir hatten eine Schülerin, die war da mehr oder weniger, ich würde sagen, da war die Zustimmung beim Jugendamt und die wollte einfach loslegen. Ja? Also ich denke, es ist eine sehr, sehr persönliche Haltung, ob man sich stigmatisiert fühlt. Wir haben also dann alle anderen, hatten wir mit diesem Filmteam vom Bayerischen Rundfunk dann vereinbart, es wird schon rausgeschnitten, wo die irgendwie identifizierbar sind. Da tauchen also dann viele Hinterköpfe auf, sage ich mal. Aber diese Schülerin wollte es einfach, die hatte das gerade so zum Ehrgeiz, ich trete da gerne auf. Und wir hatten den Eindruck, das ist jetzt halt auch nicht leichtfertig und von ihr oder auch nicht bloß irgendwie so eine andere Art von Fehlverhalten. Und deswegen war das dann auch okay, dass die also erklärt hat, warum die Schule für Kranke, also die hat uns natürlich sehr gelobt, warum die sie halt weitergebracht hat. Und das war so ihre Message gewissermaßen, die sie eben auch anderen Schülern mitteilen wollte, dass es ihr gut ging. Und dann war das irgendwie, oder dass man das gut machen kann. Also wollte ja andere ermutigen. Und dann, finde ich, hat den irgendwie für diese Sendung ein Motiv und dann das von ihr persönlich getragen ist und dann ist das ja auch in Ordnung. Sie wird ja auch nicht gleich namentlich und mit Ort und Angabe und so weiter da ausgestrahlt. Ups. Nee, das ist bloß. Es gibt auch die Möglichkeit, dass, diese Zustimmung partiell zu machen, zum Beispiel für
nur für Fortbildungen. Also dass nichts ins Internet gestellt wird, sondern dass diese Modelle oder was auch immer entstehen mag, nur für Fortbildungen hergenommen wird. Also wie lange hat die Vorbereitungsphase gedauert, lese ich da von unserer Kollegin Martina Keller. Wie kam der Kontakt mit anderen Schulen zustande? Ich vermute, dass sich das jetzt auf unser Generalmodell Videokonferenz bezieht. Da die unterrichtliche Vorbereitung ist schon immer gerne, wenn die also ein Thema durchnehmen, geben wir unseren Mädchen einfach Sicherheit dadurch, dass sie den Stoff schon so ein bisschen angerissen bekommen. Also es soll nicht gleich alles vorweggenommen haben, sonst brauchen sie ja die Videokonferenz gar nicht mehr anschauen, also von der Partnerklasse. Aber es kriegen sie ein Gefühl von Sicherheit, dass sie so bestimmte Rahmensachen zum Thema schon kennen, weil das ja eigentlich nicht deren Unterricht ist, sondern der Unterricht der Stamm dieser Partnerschule. Und das ist ein Dauerkontakt mit dieser Partnerschule, der schon seit 19 Jahren eigentlich schon besteht. Und das heißt also, wir haben auch dann auch Kontakt mit dem Lehrer und können dann zum Beispiel auch so bestimmte Verhaltensfragen, also wie intensiv fragt jetzt der Lehrkraft, die dortige Lehrkraft, unsere Schülerin, wie intensiv spricht die jetzt hier angesprochen, das können wir so ein bisschen dosiert, also regeln, dass es dosiert ist, so nach dem Entwicklungsstand von den Mädchen. Ja, also zu unserem Partner Lutz, die Jugendpsychiatrie, ist natürlich das klassische Thema, wo man sagt, die sind ja auch sowieso schon krankheitsbedingt meistens sehr stark verängstigt und dann sollen sie auch noch auftreten und dann bleiben sie das ein Leben lang. Einfach da ist die Erwartung, dass man dann mit solchen Krankheiten ungnädig umgeht, ist natürlich da viel intensiver. Wir kriegen auch viel öfter so den Hinweis, liebe Lehrer, dürft alle sagen, bloß nicht den Namen einer Erkrankung, ja, also keine Diagnose liefern. Trotzdem denke ich, das Bild hat sich ein bisschen gewandelt. Und das ist im Grunde auch in unserem Umgang mit den Kindern. Wir reden also nicht davon, dass die wie nieder die sind, sondern wir reden davon, dass sie einen Aufenthalt haben, wo sie einfach zu sich selber finden können, wo sie einen Selbstwert praktisch aufbauen können, so dass sie Stärke entwickeln. Es ist schon mal also eine ganz andere Sichtweise, eine schülerzentrierte Sichtweise, so, die so ein bisschen weggeht von dem Behüten und Lenken und dass die jetzt nur irgendwie geschützt werden muss, ja, die Person. Also bevor das jetzt abgebrochen wird, weil wir nur eine begrenzte Zeit haben, möchte ich mich ganz herzlich bedanken für Ihr Zuhören und vor allen Dingen für Ihre Beiträge. Und wir werden Ihnen dann einiges schicken noch, auch an Antworten per E-Mail. Also, Wiederschauen zur Klinikschule Augsburg. Guest sagt bis bald in Hansastadt Bremen. Also ich denke, das ist eine Anspielung auf den nächsten Schubskongress, der in Bremen stattfindet. Und das ist ja gar nicht mehr so weit hin. Also das ist gut möglich, dass wir uns da sehen werden.